Hi Leute und willkommen zurück zu Riders of Icarus. Heute startet wieder ein ganz besonderes Event und zwar praktisch der World Cup. Und wie man hier sieht, Thema ist natürlich die WM. Und wir haben auch hier auch schön die ganzen Flaggen der Nationalmannschaften, die an der WM teilnehmen. Und natürlich auch hier komplett einmal die Straße runter, ist natürlich auch dekoriert, sehr cool. Und dazu haben wir Events. Erstmal, was ihr machen könnt: Ihr holt euch eine Trophy, je nachdem welches Land ihr unterstützt. Die Trophy seht ihr hier, gibt diese Stats, hält 30 Tage. Ich habe die jetzt schon ein paar Minuten im Inventar. Und das muss ich jetzt so erklären. Geht ihr einmal zu diesem Sporty Rabini, die hat eine blaue Quest. Nehmt die an, geht einen Schritt von ihm weg, dann ist die Quest abgeschlossen, geht wieder hin. Und dann lässt ihr euch hier zwischen diesen verschiedenen Gruppenaufstellungen wählen. Ich war hier zum Beispiel bei dem hier und der unterstützt halt Spanien, Portugal, Monaco und Iran. Und da habe ich mir halt Spanien ausgesucht, weil ich denke, Spanien, WM ist drinne. Und dann habe ich halt diesen Buff bekommen. Es ist egal, wen ihr auswählt, ihr bekommt immer praktisch diese Trophy mit den Buffs. Und natürlich bloß dann halt nur, ich habe ja Spain, also Spanien als Name vor der Trophy stehen. Ihr würdet halt von dem, was ihr aussucht, bekommen. Müsst ihr ein bisschen gucken, wo das Land ist, von dem ihr die Trophy haben wollt. Aber im Großen und Ganzen bringt es nichts. Außer halt diese Trophy, die euch schön bufft. So, wir haben hier wieder ein schönes Rabini-Event. Und zwar Defeat Brown Bear Rabini. Da bekommen wir furiose Energie. Nett als Fußball-Icon hier. Und wie man die an der Karotte sieht. Ja, man wird wieder einen Rabini suchen müssen und den mit einer Karotte bewerfen müssen. Er soll wie ich verstanden habe, dem Ausgang oder hier an dem Ausgang um 20 Uhr bis 21 Uhr UTC spawnen, was bei uns natürlich wieder 2 Stunden später wäre, also 22 Uhr, und dort den besiegen einfach, dann bekommt ihr von der Quest diese Energie. Und auf der Homepage von Riders of Icarus steht auch noch, wenn man den besiegt hat, würde man nochmal 10 Energie bekommen. Und was man mit der Energie machen kann, ist eigentlich klar. Man tauscht die wieder gegen Stuff um. Hier einmal gegen eine Taming-Marke. Verschiedene Legendary Crystals. Klar, einfach diese ins Equip reinhauen kannst. Hier gibt es sogar ein Dreier-Pack. Von LOL. Okay. Falscher Knopf. Tempering. Ich muss mal. Okay. Wir schauen uns noch ein bisschen um. Das Mount, was man sich holen kann. This mark can be used to tame Kardash. Ja, der sieht so aus. Plus 5, hier ist so ein Extractor, okay. Dann natürlich wieder Leggy Mats. Horning und Refinering fürs Equip. Haben wir alles bei anderen NPCs die letzten Monate auch gehabt. Hier auch nochmal. Das ist cool. 5er-Pack, Elite, Härtungssteine, Level 220 und ein 2er-Pack, 240er.
Hivian plus 15. Sehr schön. Wer das letzte Event, wo es die plus 15 Steine nicht gegeben hat, verpasst hat. Und ihr habt euer Legendary Equip noch nicht auf plus 15. Das ist hier so eure Wahl. Es sei denn natürlich, ihr wollt die aufheben und warten bis August, wenn das nächste Legi Equip rauskommt und wollt direkt das auf plus 15 kümmern, könnte man sich die natürlich auch aufheben. Denn die haben anscheinend keine Levelbeschränkung hier. Sehr schön. Heroes Blessing, nochmal so ein 7 Tage, nee, 4 Stunden Buff. Aber insgesamt kann man die nur 7 Tage im Inventar haben. Okay. 20%, 20%. Das ist schon nicht schlecht in Kombination mit dem. Nicht übel. Die Energy Box hat man halt random die Chance, noch mehr Energie zu bekommen oder weniger. 320 Energie kostet die und man kann auch bei drei Sachen weniger bekommen. Bei vier Sachen kann man sogar weniger Energie rausbekommen. Also ein Glücksspiel, wenn man Glück hat, kriegt man einfach so 1000 raus, wenn man 320 eingesetzt hat. Das ist nicht schlecht. Und einmal eine Box, wo man random irgendeinen Gegenstand hier aus dieser Liste bekommen kann. Ist okay. Die Leggy-Dinge haben wir auch drüben bei dem NPC. Also die sind jetzt nicht so interessant. Wir gehen mal rüber und schauen uns den Kleinen an. Der sollte irgendwo hier sein. Da. Der wird alle 30 Minuten neu spawnen, nachdem irgendeiner den getamed hat oder gekillt hat. Damit man den hier dann mit der Marke tamen kann. Das ist natürlich ein Level 60 Leggy, das heißt 60 Taming-Punkte. Und wenn man sich die Marke dafür geholt hat, dann sollte man schon mal im Klaren sein, vielleicht sich einen Taming-Buff reinzuhauen, damit die Marke nicht umsonst war. Die Marken sind ja nicht so billig. Sofort hat 640. Okay, wie kann man diese Energie noch bekommen, außer mit dem Kill von diesem Rabini? Das kann ich euch zeigen, wenn wir Lack haben. Wenn wir jetzt 5% Lack haben, dann kann ich es euch zeigen. Komm, 5% Lack, das wäre. Das wäre episch. Komm, testen wir mal mein Glück. Na, na, na. Ah, kein Glück gehabt. Also, man könnte beim Sammeln hat man eine 5% Chance, dass eine extra Furious Energy dabei mit rauskommt. Beim Angeln ins DGEA, das heißt in dem PvP-Gebiet, hat man eine 15%ige Chance, dass da 10 Energy mit rauskommt beim Angeln. Was halt nicht schlecht ist. Und es steht halt nicht mit bei, wie hoch, also ob man jetzt hier diese Low Ingredients sammeln muss oder ob man jetzt die Sachen im höchsten Gebiet sammeln muss, steht leider nicht mit bei. Ich werde auf jeden Fall mal schauen, ob ich das ein bisschen machen kann. Ich habe leider nicht so viel Zeit, da wirklich so oft dabei zu sein. Und da muss ich jetzt nachgucken, weil ich mir das nicht alles merken konnte. Zusätzlich gibt es noch die Chance, Energie zu bekommen in den Leggy Dungeons, Lava Light Cave, Frost Keep, Temple of Sand, Elders Bastion und wenn man in Stygia Vanditen und Uruhen besiegt. Und da gibt es halt verschiedene na,
höhere Anzahl natürlich. Lava Light Cave gibt es nur zweimal ein 10er Paket. Wenn du Frost Keep Rondo besiegst, kriegst du dreimal ein 10er Paket. Wenn du Temple of Sand Legi Schwierigkeit kriegst du schon fünfmal ein 10er Paket der Energie. Elder Bastion auch ein 5x 10er. Wenn man in Stygia die Vandiken und Urun besiegt, bekommt man 3x ein 50er Paket, was schon richtig viel ist. Ja, das sind jetzt praktisch die Arten, wie man extra Energie sammelt. Kein 5% Luck, Leute. Kein 5% Luck. Das ist ganz fies. Ich werde mir aber noch. Es gibt ein paar gute Stellen, wo wirklich viele Mats nebeneinander sind. Ja, vielleicht werde ich die nachher aufsuchen. Achso, ja. Wenn ihr das auch so machen wollt, ihr könnt ja hier einstellen, dass es euch gezeigt wird auf der Map. Macht einfach alles andere aus. Lasst es euch auf der Map anzeigen. Dann werden euch auch diese Gräser und verschiedene Kristalle angezeigt auf der Map, die ihr abbauen könnt zum Beispiel. So, was gibt's noch? Man kann jetzt 7 Charakterslots haben. Wurde von 6 auf 7 erhöht. Natürlich nur 4 sind normal und 3 muss man sich jetzt halt freischalten mit den Charakterslot Voge. Ja, ansonsten geht angeln, um euch ein bisschen mehr Energie zu verdienen. Ist natürlich gefährlich, wenn man hier hinten irgendwo angelt. Hier hinten ist natürlich auch dieser PvP-World-Boss. Wenn ihr hier irgendwo hinten angelt, da kann das schon mal passieren, dass da jemand ankommt und euch einfach umhaut. Okay, und da sind wir in Stygia. Und wir fliegen jetzt zu dem gerade noch gezeigten See hin. Ich war schon 2 Stunden ungefähr so am Angeln. Wie man oben in der Mitte sieht, ich bin auch schon 5x getötet worden. Während ich da so AFK rumgestanden bin und geangelt habe. Hab eben gerade noch den World Boss gemacht. Muss mal gucken, was hatte ich jetzt? Irgendwas hatte ich hier. Hatte ich jetzt Crit Damage drauf. Bei dem anderen hatte ich Stärke und Dex drauf. Ja. Kommt irgendwie nichts Gutes bei rum und es geht halt alles kaputt. Bei den Relikten. Das ist egal. So, wir haben schon 17 10er Packs geangelt. Zusammen mit lauter anderem Kram, den man hier so angeln kann. Und naja, 17 10er Packs, 170 Energie schon. Ist nicht schlecht. Wir werden dann auch nachher so oder so wieder rüber wechseln, damit wir die Quest auch fertig bekommen. Und ich muss, glaube ich, die Quest noch mal annehmen, ne? Ja, meine russische Karottenbombe ist weg. Zeit abgelaufen. Und hier sieht man schon die Leute. Es muss halt nur von einer so kommen und dann reinsprayen. Tot. Am besten ist immer, wenn ihr es wirklich übers Angeln machen wollt, sucht euch eine große Gruppe, stellt euch in eine große Gruppe, dass ihr vielleicht Glück habt und dass erst alle anderen abgeknallt werden, bevor ihr getroffen werdet. Automatik fischen. Schauen. Wie gesagt, hier 17 Packs habe ich schon geangelt. Es hat ein bisschen, ich hatte vorher 999. Hab glaube ich schon einmal wieder welche aufgeladen. Ich glaube, was mit. Wie viele Versuche? Irgendwas mit 160 mal angeln und 17 mal davon waren. Diese komische Energie, die man braucht. Ah, Piranha.
Aber ich sag mal, es geht. Das ist auf jeden Fall besser als das einfach das Sammeln von Pflanzen und Erzen. Das habe ich auch irgendwie eine halbe Stunde lang versucht. Da ist wirklich nichts bei rumgekommen. Sonst würdet ihr das hier bei mir im Inventar sehen. Nicht ein einziges Ding. Und hier, ich sag mal so, alle 2 Minuten ungefähr kommt da einer mit zu. Muss dazu aber auch sagen, ich habe hier diese Golden Fishing Rod. Die habe ich zigmal bei Events halt bekommen. Da habe ich auch noch im Lager welche von. Die benutze ich halt und dann auch, halt auch die guten Angelrollen und auch halt den guten Köder, weil hier Droprate 50%, Fischfangrate 70% und hier auch nochmal die Fishingzeit sehr, sehr verkürzt ist zu den normalen Standardangeln, die man sich am NPC holen kann. Damit geht es halt um einiges besser. Und die bekommt man, wie gesagt, bei verschiedenen Events bekommst du ja die Sachen. Zum Beispiel bei diesem Würfelbrett, wenn das immer dabei war, dann waren da eigentlich immer diese Köder und diese Angelrollen mit bei. Die denn wo diese tropische Angelinsel da eingeführt wurde in Hakanes Kreuzgang da oben. Da gab es ja auch zig Events, wo es diesen Köder-Stuff weitergab. Hier, wo man mit hier mit diesem Flowerhornfisch da nur reinkommt, wenn man dafür 10 Stück hat. Mal schauen. Das wäre hier halt jetzt super für die Aufnahme, wenn jetzt noch einer droppt, aber ich glaube jetzt nicht, dass es mir den Gefallen tun wird. So, ich bin hier jetzt eigentlich gut geschützt, wenn hier einer ankommt und reinballert. Sollte ich nicht gleich als erstes tot gehen und kann dann schnell noch verschwinden, wenn es sein muss. Und seht euch halt das an, wie die Leute jetzt wieder angeln. Vorher so gut wie gar nicht. Da war ich auch ein paar Mal hier, weil ich ein paar Sachen brauchte für einen Freund. Weil der mich gefragt hat, kannst du mal ein bisschen für Mats ein bisschen was angeln und so weiter. Ich schieb dir was drüber. Ich habe keine Zeit, muss arbeiten. Habe ich hier für ihn geangelt? Nichts, da standen hier vielleicht 20. Jetzt stehen hier geschätzte 50 und da drüben nochmal die außer. Hier sind auch noch welche, die sind nur aus der Renderreichweite. Auch nochmal so an die 70 Mann. Also, das ist wirklich schön mit anzusehen, dass die Leute auch Interesse an dem Event haben. So, okay. Bei mir ist jetzt noch 18 Minuten, bis wir die Quest abschließen können. Dann würde ich sagen, wir machen einen Cut. Dann sehen wir uns, wenn wir die Quest abschließen, in diesem, wie heißt der nochmal? Brown Bear Rabini denn da töten. Also bis gleich. Hey Leute, wir sind jetzt beim Event und es scheint wirklich überall diese Rabinis zu geben. Also hier beim südlichen Ausgang, bei dem und bei dem ganz links, wie ich es verstanden habe. Und die Leute haben sich zum Glück aufgeteilt. Wir sind jetzt hier fröhlich am draufwerfen, weil mit einem Schaden. Und mal schauen, wie lange das hier noch dauert. Also hier war auf jeden Fall noch unten einer. Also es hieß ja Nord, Süd und Ost. Also diese drei Sachen. Hier und hier sind auf jeden Fall welche. Ob da oben noch einer steht, weiß ich jetzt nicht. Aber egal. Wir ziehen jetzt hier durch. Falls wir hier nicht fertig bekommen sollten, die Quest, aus welchem Grund auch immer. Schmeißen eigentlich jetzt zu viert
in der Gruppe drauf. Und irgendeiner hat einen Agro-Skill draufgehauen, weil er dumm ist. Wenn der den jetzt resettet, ne? Dann ist die Arbeit von 5 Minuten futsch. Hallo. Was ist das denn, Idiot? Der kann doch da stehen bleiben. Es passiert doch nichts. Es ist garantiert irgendein Heiler da. Ich könnte halt versuchen, ob es funktioniert. Nein. Funktioniert nicht. Solange er nicht wieder wegläuft. So, jetzt sind wir zu viert. Die schmeißen dann drauf. Was war das? War das ein Leck? Ich glaube nicht, dass der irgendeinen töten kann. So. Wieder praktisch genau in der Drinne. Ist egal. Und der bleibt auf einer Stelle stehen. Es sieht halt richtig krass aus, wie er rumzappelt von dem ganzen Hitz. Okay, wir sind gleich durch. Ja, unser letzter Mann, der hat ein Problem, einfach nach vorne hin zu porten und nur zu werfen. Dann hat er ein Problem. Dann bekommt er den ersten Loot halt nicht von dem kleinen Eventboss hier. Zappelt ab, Alter. Na, was, bleib hier. Und haben wir, nein, es war klar.